Arme Hatsu. Sie wird gewiss bald verhungern. Von wem redet ihr? Eine Witwe. In den Außenbezirken von Tsutsu. Sie lebt allein und kann für sich selbst kein Essen beschaffen. Ich sehe nach ihr. Braver Junge. Hier! Lila Chrysanthem. Sieb Sekunden her und kämpf! Nazelmea Shigulut Mepu! Mein Herr, wie habt ihr uns gefunden? Ein Nachkomme Tadayori schickte mich hierher. Was ist mit euch passiert? Ein mongolischer Spion fand eine vergessene Schriftrolle von Tadayoris Erstgeborenem. Sie zwang mich, sie zu entziffern. Und sie führte uns hierher. Sie haben also die Rüstung. Nein, ich führte sie in die Irre, da ich auf euer Kommen hoffte. Das war riskant. Es hat sich gelohnt. Die Rüstung ist unter diesem Denkmal versteckt. Nehmt sie an euch, mein Herr. Ein Denkmal an Tadayori. Tadayoris Rüstung. Unglaublich gut gearbeitet. Zurück, Musikant. Ich halte euch die Mongolen vom Leib.
Dorsho! Komm noch mehr. Geht es euch gut? Ja, mein Herr. Es war, als hätte ich Tadayori selbst zugesehen. Die Rüstung ist perfekt für einen Schützen. Meine Geschichte fand das richtige Publikum. Und nun wird es für mich Zeit, weiterzuziehen, mein Herr. Weihrauch vermischt mit Schwarzpulver erzeugt dicken Qualm. So blende ich meine Feinde. Das war ein Missverständnis. Das war ein feiger Satz. Taka zählt auf uns. Ich mag ihn ja, aber das ist zu gefährlich. Das klappt nie. Doch, es wird klappen. Ist das der Samurai? Für euch bin ich Fürst Sakai. Vergebt mir, mein Herr. Ich bin Kenji, aufrechter Händler, berühmter Sake-Brauer. Und bester Schwindler der Insel. Genau darum wird er uns helfen, meinen Bruder aus der Asamo-Bucht zu retten. Die Stadt ist eine Festung.
Wenn die Mongolen sie haben, brauchen wir eine ganze Armee, um hineinzugelangen. Oder eine kleine Lieferung mit Sake. Das klappt niemals. Mach den Sake bereit. Wir besprechen den Plan unterwegs. Trinken wir doch erst was. Reden in Ruhe. Jetzt, Kenji. Wenn wir näher an der Stadt sind, versteckt euch im Wagen mit dem Sake. Durchsuchen die Mongolen ihn nicht? Nicht mehr. Ich verkaufe ihnen immer diese Sake-Lieferung. Sie lieben mein Das. Das, Muglu, gib das jetzt! Ihr macht also Geschäfte mit dem Feind. Ich fülle die Mongolen ab und behalte dafür meinen Kopf. Bereit? Möchtet ihr das wirklich durchziehen? Alles für Taka. Wie schlimm sieht es in der Asamo-Bucht aus? Ein paar Leute wehrten sich. Die Überlebenden sind Gefangene. Oder Sklaven. Aber Taka hast du nicht gesehen? Nein. Aber jemand arbeitet seit ein paar Tagen in der Schmiede. Vielleicht ja dein Bruder. Wie lange kennt ihr beiden euch schon? Ewig. Ich war jung und unbedarft. Ich fing gerade an, Sake zu brauen. Hab Yuna den ersten verkauft. Hat geschmeckt wie Pisse, aber war billig. Eine Weile wollte ich, dass Taka mir beim Verkauf hilft. Aber er ist zu gutmütig. Kaum drückt wer auf die Tränendrüse, rückt er Sake raus. Kostenlos. Mongolen. Mist, ihr beide steigt besser in den Wagen. Sind nicht viele. Ich schaff das schon. Nein, Jin. Taka ist so nah. Bitte. Also gut. Bereit! Sie könnten in den Wagen schauen. Ihr meintet, das tun sie nicht. Beim Stadttor! Ich habe sie noch nie so weit draußen gesehen. Meine Hände! Bitte! Die Chite, wohl! Das! Das für die Asamo-Bucht! Das! Beeilung! Nur noch ein Stückchen. Was war das für ein Geschrei? Ist nicht wichtig. Bleib unten. Macht Taka das auch durch? Dein Bruder ist gelernter Schmied. Ihn werden sie nicht so behandeln. Das weißt du nicht. Wir sind bald da. Leise. Das hat wirklich geklappt. Oh nein, da hat jemand die Mongolen verärgert. Die halbe Stadt ist niedergebrannt. Hier trennen sich unsere Wege. Lass die Mongolen trinken und lenkt sie ab. Das werde ich tun. Seid vorsichtig, Kenji. Ihr auch, Fürst Sakai. Taka wartet auf uns. Gehen wir. Treffpunkt ist die Kreuzung hinter der Stadt, wenn wir fertig sind. Wir brauchen einen guten Aussichtspunkt. Hier lang. Denkt dran, keinen Alarm. Wir machen das leise. Sonst büßen es die Gefangenen. Ist gut. Sagen. Ein Sklavenhändler. Bastard. Er begutachtet die Gefangenen wie Pferde. Vielleicht führt er uns zu Taka. Folge ihm.
Ruhig! Arvo! Hä? Zeig ihn, Karz! Тэнд нэг юм хөдөлсөн. Юу вэ? Taka geht es bestimmt gut. Er würde nicht fliehen. Verfolge ihn. Kommen, bevor die halbe Stadt leer ist. Ich habe kein Essen für Zwerg. Ich werde ihn los. Aber ihr müsst zeigen, was ihr könnt. Dieses Schwein. Er wird Taka töten. Ist der Sklavenhändler, wenn er vor uns bei Taka ist. Bleib bei mir, Yuna. Ich finde einen Weg. Тэнд нэг юм хөдөлсөн. Nein, bitte.
Ich brauche eine Pause. Da ist Tucker. Bitte! Yuna. Tucker! Was haben Sie getan? Du bist sicher. Wir müssen weg. Unmöglich. Sie schnappen uns, wie die anderen. Das ist Fürst Sakai. Er beschützt uns. Ihr müsst mir vertrauen, Tucker. Ihr müsst uns helfen. Jawohl, mein Herr. Brechen wir dort aus. Sie haben einen Zwerfenhändler. Die töten uns. Verstecken! Nein, weiter. Wir können auf die Kisten klettern. Wohin gehen wir? Kenji erwartet uns an einer Kreuzung. Kenji ist bei euch? Wenn er es rausgeschafft hat. Sucht mich jemand? Zieht eure Klingen! Hey, hier drüben!
Dinte Oshikasa Achich. Sie kommen uns holen. Geht ins hohe Gras und bleibt unten. Das ist Kenji. Taka, du hast es geschafft. Wurde die verfolgt? Nein, aber wir können nicht zurück zu mir. Da sind die Mongolen. Wir sollten gehen. Wir müssen möglichst weit weg von der Asamo-Bucht. So ein braves Pferd. Heute noch keinen Mongolen gesehen. Wir haben's geschafft. Wo gehen wir als nächstes hin? Dort ist ein Aussichtspunkt mit Blick auf ganz Izuhara. Geht's allen gut? Ich könnte einen Schluck vertragen. Und Schlaf. Bei einem davon kann ich helfen. Taka, ihr seid so still. Zum ersten Mal seit Tagen fühle ich mich nicht dem Tode nah. Mein Herr, ich bin dankbar. Aber woher kennt ihr Kenji und meine Schwester? Ich verdanke Yuna mein Leben. Da haben wir etwas gemeinsam. Ich bin nicht sonderlich sattelfest. Komatsu ist hinter dem Grab da. Sie haben eine Schmiede. Eine der besten der Insel. Da könnte man Werkzeug herstellen. Etwas, was Jin über die Mauern von Burg Kaneda hilft. Was meinst du, Taka? Mein Herr, ich würde mich mit allem bedanken, da ihr mich befreit habt. Danke. Taka, Kenji, ruht euch aus. Wir bleiben nicht lange. Wie geht es dir? Ich habe meinen Bruder zurück. Er ist mitgenommen. Kannst du ihn heil nach Komatsu bringen?
Mit Essen und Ruhe wird er wieder. Dein Bruder war nicht der einzige Gefangene in der Asamo-Bucht. Du willst sie alle retten. Und ihre Fänger bestrafen. Gut. Reite zu Komatsu Schmiede. Ich komme, sobald ich kann. Jin?